Herzlich willkommen und mein recht herzliches Beileid, dass ihr hier eingeschaltet habt bei Lufia 2 Rise of the Sinistrals, gespielt von mir, Mr. Nightfox. Wir haben hier zwei Spielstände. Der eine heißt Foxy, wurde gespielt 29 Stunden 43 Minuten, ist mein Livestream-Spielstand. Der nächste Spielstand wird um einiges kürzer werden. Das wird dieser Spielstand hier werden. Allerdings werde ich diesen jetzt nicht starten, sondern werde hier oben auf nochmal gehen. Hat folgenden Grund: Wenn ich das ganze Spiel auf nochmal spiele, werden wir das Ganze unter veränderten Bedingungen spielen, zu denen ich im Laufe des ersten Parts noch kommen werde. Eigentlich heißt der Hauptprotagonist Maxim, aber da seine Eltern sich damals gegen den Namen Maxim entschieden haben, hieß er ab sofort einfach mal Foxy. Und Foxy ist ein toller Name, also von daher, da kann keiner meckern, dass, ja. Ich rede mal wieder nur Schwachsinn, aber wer ist es anders gewohnt von mir? Der hebe jetzt die Hand. Ich hebe die Hand. Sonst noch jemand? Hallo? Niemand? Nein? Okay. Du? Der da hinten? Nee, du hast dich nur gestreckt. Okay, alles klar. Tia, bist du hier? Sei gegrüßt, Foxy. Wie war die Jagd? Ganz gut. Ich habe 6 Blobs erledigt. Aber warum bist du so laut? Mal sehen. Das sind dann 120 Goldmünzen. Moment mal, Tia. Ich muss mal hier... Du bist mir echt zu laut. Warte mal. So. Ich habe mir gerade ein paar Taschentücher in die Ohren gestopft. Moment mal, Tia. Es sind 6 Blobs. Das macht dann genau 180 Goldmünzen. Du hast recht, Foxy. Doch die Prämie wurde gesenkt. Es gibt einfach zu viele Dämonen hier. Kannst du mal ein bisschen leiser reden? Das stimmt. Es werden von Tag zu Tag mehr. Ich frage mich, woran das liegt. Es ist beängstigend. Ja, geht doch. Eigentlich sollte ich mich glücklich schätzen. Ich bin ja schließlich Dämonenjäger. Du solltest lieber Ladenbesitzer werden. Ich schon Ladenbesitzer? Nee, also, dass ich so ein Noob bin wie du. Hast du eigentlich jemals daran gedacht, einen normalen Beruf zu ergreifen? Was ist denn für dich ein normaler Beruf? Nun ja, wie wär's mit Ladenbesitzer zum Beispiel? Oh, ich und Ladenbesitzer? Den ganzen Tag im Laden rumstehen? Es gibt so viele Möglichkeiten, dir meine Antwort darauf zu formulieren. Niemals, nicht in 1 Million Jahren. Auf keinen Fall. Jamais français. Never Mr. Clever. Niet negativ. Und meine absolute Lieblingsvariante. Der Mann, der von der Klippe fällt. Nein! Foxy? Um dir mal die Antwort ganz klar zu machen. Er begreift einfach nicht, worauf ich hinaus will. Hast du das gesagt, Tia? Nix, vergiss es, hier sind deine Goldmünzen. Ach ja, Tia ist unheimlich verliebt in unseren Foxy. Ich meine, seht ihn euch an. Dieses pixelige Gesicht, diese 2 pixelhohen Augen. Einfach der Hammer, der Typ, oder? Ich meine, für so einen Kerl würde ich schwul werden, jetzt mal ohne Scheiß. So, alles klar, machen wir hier weiter. So, wir kommen zum Gameplay. Wir haben hier einen Shop, da können wir alles Mögliche kaufen. Kommen wir aber erstmal zum Pausenmenü, das wir mit X öffnen. Wir haben hier eine Tasche, haben wir 10 Kraftwasser und einen Pfeil und Zauber, haben wir noch gar keine. Rüstung, haben wir nur das Obstmesser und einen Leinenmantel. Status, da können wir auch mal gucken, was wir hier angewählt haben. Wir haben Angriff von 20, Abwehr von 16, Stärke von 12, Bewegung von 9, Initiative von 8, ein Mut von 100 und Magieabwehr 5. Erfahrungspunkte haben wir 0, nächster Level brauchen wir noch 10 Erfahrungspunkte und ja, Level 1 ganz oben, ne, 20 von 20 KP. 0 von 0 MP, kommt aber noch dazu. Zornpunkte haben wir 0%. Und, sehen wir dann. Option ist ganz klar, können wir einstellen. Gruppe können wir noch nichts anfangen. Und Szenario, da haben wir dann nachher die ganzen Schlüssel. So, schauen wir uns hier weiter um. Ich werde jetzt erstmal einen neuen Spielstand anlegen. Das machen wir in der Kirche. Hallo, was kann ich für dich tun? Ich würde gerne hier speichern. Danke. Doppelt hält besser bekanntlich. Machen wir direkt 2-mal. Entschuldigung, wenn ich ab und zu mal huste. Bei mir bahnt sich eine Erkältung an. So, hier haben wir einen Zaubershop. Da werde ich aber noch nicht reingehen. Ich habe nämlich noch nicht genug Geld. Da haben wir noch ein paar normale Häuser. Können auch noch mit den ganzen Leuten hier sprechen. Ja. Und, warum ich hier so viel Mist labere? Ich muss gar nicht so viel über das Spiel erklären. Einfach nur, weil ich dieses Spiel super gut kenne. Hier haben wir ein Hotel, da können wir schlafen. Und unsere Kraftpunkte wieder aufsammeln und ja. Foxy, schon bald werde ich dir die Mysterien der Höhlen offenbaren. Bald. Wie viel Zeit habe ich noch? Kann ich noch eben schnell einkaufen gehen? Warte, ich gehe mal eben schnell einkaufen. Sei gegrüßt, Foxy. Nun ist die Zeit gekommen, da dir die Mysterien der Höhlen offenbart werden. Ich erwarte dich in der Höhle im Süden.
Ist okay, alter Mann. Ich gehe aber trotzdem erstmal nach Norden. Weißt du warum? Weil ich's kann. Wir haben hier ein Kampfsystem mit einem Blob und ich habe es einfach viel zu schnell weggedrückt, dass ihr das nicht gesehen habt. So, machen wir eben nochmal. Ja, wir haben jetzt 8 Erfahrungspunkte bekommen. Normalerweise bekommen wir nur 2. Und ja, wie gesagt, das sind die veränderten Bedingungen und das ist einfach besser für einen Let's Play-Spielstand, weil man dann eben einfach viel besser leveln kann beim Let's Play. Aber davon abgesehen habe ich auch vor, alles auf Level 99 zu bringen und naja, am Anfang sind die Level schon noch ziemlich wichtig für die Abwehr vor allem. Im späteren Verlauf machen die Level dann schon nicht mehr ganz so viel aus, also von daher ist es nicht mehr ganz so schlimm. So, Foxy hat Level 1, wir können hier auswählen zwischen Gegenstand, Zauber, Zornattacke und Abwehr. Abwehr werde ich jetzt nicht drücken, sonst wehrt er direkt ab. Aber ich würde jetzt gerne einmal angreifen, können den Protoblob angreifen, der ist dann direkt tot. Und ja, wir erhalten 8 Erfahrungspunkte, 8 GM, Foxy wurde aufgestuft, ne? KP steigt, MP steigt und so weiter. So, das machen wir jetzt hier, bis wir Level 3 sind. Einfach mal, weil wir es können. Und ich werde hier wenig vorspulen, bis gar nicht vorspulen. Also ich werde das nicht so machen wie im Livestream und werde ständig am Spulen sein. Nein, habe ich keine Lust zu. Das war übrigens mal ein anderer Gegner, das war eine Echse. Es kommt ein Protoblob, sind nachher auch mal nicht nur ein Blob, sondern auch mal 2 Gegner direkt nebeneinander. Und ich nehme an, ihr wisst, dass man hier mehrere Charaktere haben kann am Ende. Also dass man hier, ich meine, seht euch an, das ist doch nicht alles. Also. Das hat aber gedauert. In dieser Höhle werde ich dir ein paar nützliche Techniken beibringen. Zunächst musst du dich mit dem Bewegungsmuster der Monster vertraut machen. Sie bewegen sich nur, wenn du dich bewegst. Also nur keine Panik, wenn sie nah bei dir sind. Na, da kommt ja ganz zufällig ein Blob vorbei. Zeig mir mal, was du kannst. Ich will nicht. Ich will... No. Also sobald wir Gegner berühren in einem Dungeon, dann können wir ihn bekämpfen. Können. So, das machen wir eben. Und der Blob, der ist direkt down. Ist ja klar. Das ist unser Foxy. Blobs haut der weg wie nix. Aber immer schön auf der Hut sein. Manche Monster sind flotte Flitzer. Lass dich nie von ihnen eingreifen. Sie können sehr unangenehm werden. Da sie sich nur bewegen, wenn du dich bewegst, solltest du immer erst denken und dann handeln. Auf geht's in den nächsten Raum. Nun, was hat sich hier verändert? Ich weiß, der Teppich ist weg. In diesem Raum probieren wir das Ringmenü aus. Es erscheint, wenn du die Select-Taste drückst. Wähle dann mit dem Steuerkreuz aus. Bis jetzt besitzt du nur den Pfeil. Bla bla, kannst mit Y schießen. Bla bla. Monster, die starr sind, beißen nicht. Erstarrte Gegner kannst du berühren, ohne dass es zum Kampf kommt. Die Gegenstände aus dem Ringmenü stehen dir in unbegrenzter Anzahl zur Verfügung. Also ich habe hier gerade einen Köcher auf dem Rücken. Wenn ich da einen Pfeil raushole, ist der direkt wieder neuer drin. Ne? Ist klar. Können wir alle verstehen. Ist nachher genauso wie mit den Bomben. Mit Select, bla. Du wirst es gut gebrauchen. Es liegt jetzt an dir, ob du den Blob bekämpfst oder ihn nur erstarren lässt. Na, das ist das Ringmenü. Ja, das wird nachher auch noch voller. Und vor allem hier steht nur Pfeil und nicht Pfeil und Bogen. Den können wir so verschießen. Und der Gegner greift uns nicht an. Aber jetzt greift er uns an. Weil er ja nicht ewig starr ist. Und sie bewegen sich echt nur, wenn wir uns bewegen. Und ein Schwertschlag ist gleichberechtigt mit einer Bewegung. Das Einzige, was nicht als Bewegung zählt, ist das hier. Wenn ich R drücke und mich einfach mal drehe. Porten. Oh, da ist die Brücke kaputt. Ich gehe wieder. Ich komme hier nicht weiter. Sieht gut aus, als wäre das mit der Brücke gewesen. Doch, wenn du den Schalter berührst, geht sie wieder. Dann ist sie wieder ganz in Ordnung. Dann kannst du wieder laufen. Dann geht sie wieder. Nein, dann ist sie wieder intakt. Leider ist der Schalter da drüben. Pech gehabt. Damit ist dieses nette Spiel leider beendet. War doch nur ein kleiner Scherz. Natürlich gibt es eine Möglichkeit, den Schalter umzulegen. Probiere doch einfach mal einen deiner Pfeile aus. Boah, Leute, wenn ich hier so rede die ganze Zeit, dann muss ich gähnen. Pass mal auf. Du kommst hier nicht rüber. Du kommst hier nicht über die Brücke. Das schaffst du nie. Alter, kannst du fliegen? Die Tür scheint mir verschlossen zu sein. Kannst du sie öffnen? Oben links ist ein kleines Schalterchen zu sehen. Stell dich einfach drauf. Nee, wir müssen natürlich die Säule da drauf schieben. Vorsicht, Säulen kann man nur schieben, nicht ziehen. Also schieben wir sie auf den Schalter, schieben wir sie jetzt an die Wand, wer dieses Spiel beendet. Und wir müssen einen Zauber benutzen, um die Säule wieder zurückzustellen, um sie da drauf zu schieben. So.
aber den kriegen wir auch trotzdem. Foxy, du bist ein Talent. Einen Moment noch. Ich habe was vergessen. Ich habe dir ja noch nicht den Zauber gegeben, den du unbedingt brauchst. Es ist der Ursprungszauber. Wenn du ihn in einem Raum nur säulenlustig hin und her schiebst, musst du an eines denken. Säulen kann man nur schieben, nicht ziehen. Wenn du sie an eine Wand schiebst, hat der Spaß ein Ende. Doch der Ursprungszauber hilft dir aus der Patsche. Er stellt den alten Zustand des Raumes wieder her. Sogar die Monster rücken wieder in ihre vorherige Position. Da dieser Zauber keine MP verbraucht, kannst du ihn guten Gewissens oft anwenden. Mit diesem Zauber kann dir kaum noch was passieren. Yay! Ursprungszauber erhalten! Yay! Du findest diese Aktion auch im Ringmenü. Ja, hier. Können wir einfach nach unten drücken. So. Ja, ich brauche hier eigentlich nie so lange, aber ich will das euch erklären. Das Spiel ist so toll! Entschuldigung. Wenn du die Pfeile auf dem Boden siehst, kannst du nach unten springen. Komm, trau dich! Ups! Ja, ich habe die Pfeile gesehen. So. Ach ja. Oh, Gegner, hallo! Ja? Die nächste Tür öffnet sich nur, wenn du alle Monster besiegst. Wenn du keine Hinweise oder ähnliches findest, ist das Besiegen aller Monster immer ein Weg. Okay, dann besiegen wir mal. Guck, das meine ich. Hier sind jetzt zwei Echsen, statt nur eine. Wer sich jetzt wundert, also das blaue ist die KP-Anzeige. Steht ja auch links nebendran. Und das können wir auch auffüllen mit Kraftwasser. Aber mache ich jetzt nicht. Nee, wäre ja langweilig. Wir besiegen jetzt einfach mal diesen Blob noch, diese beiden Blobs. So. Und bekommen 16 Erfahrungspunkte. Damit fehlen uns nur noch 5, um den nächsten, ja, Level zu bekommen. Mit dem B-Knopf schwingst du dein Schwert. Es ist gerade dazu geschaffen, Gras zu mähen. Oft sind unter dem Gras Schalter versteckt. Hm, wo könnte der Schalter sein? Ah, oh, das ist so schwer. Ach, natürlich hier. So. Gefäße nimmt und stellt man mit dem A-Knopf ab. Mit dem R-Knopf kannst du dich in alle Richtungen drehen, ohne dich nur einen Schritt zu bewegen. Das ist ganz nützlich, wenn es besonders eng wird. Also immer erst immer an den R-Knopf denken. Was wird wohl passieren, wenn du das Gefäß auf die Platte stellst? Sei nicht so schüchtern. So. Das passiert, wenn ich dir das Gefäß auf die Platte stelle. Und auf der anderen Platte? Geht die Tür auf. So. Tüp-tüp-tüp-tüp-tüp-tüp. Ja, nee. So. Nun, das war meine kleine Übungslektion. Doch du wirst noch viel lernen müssen, mein Junge. Streng dein Köpfchen an, in den Höhlentürmen und Labyrinthen wirst du viele Rätsel lösen müssen. Es wird sicher nicht ganz einfach, aber du hast das Zeug, es zu packen. Ah, ich pack dir gleich woanders hin, ey. Nein, das sollte jetzt nicht schwul klingen. Ach ja, hier Ursprungszauber. Passt auf. Monster wieder da. Können wir noch eben schnell besiegen. Gibt Erfahrungspunkte. Erfahrung ist immer gut. Die ziehen uns schon gar nichts mehr ab, so schwach sind die mittlerweile. Das dürfte auch mittlerweile nächstes Level up sein. Yay, wir sind Level 4 und brauchen schon 96 Erfahrungspunkte für den nächsten Level. Wow. Kriegen wir alles im nächsten Dungeon. Im ersten Dungeon wohlgemerkt. Weil das hier zählt nicht als Dungeon, das ist eine Tutorial-Höhle. So, und hört euch die Overworld-Musik an. Leute, ah, wunderschön, wunderschön. Ich halte mal kurz die Klappe. Das war kurz genug. Und ja, wir sind hier jetzt wieder in Taya. Und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Part wieder. Tschö, ciao, ciao, sagt euer Night Fox.